Wolfgang Niederauer ist Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Schwadorf und seit mehr als 30 Jahren im Dienst. Nun ist er unter die Autoren gegangen. Seinen Erfahrungsschatz teilt er in seinem anschaulichen Erstlingswerk mit dem bezeichnenden Titel Praxis. Wolfgang Niederauer ist seit über 30 Jahren begeisterter Feuerwehrmann. 25 Jahre schon ist er bei der Berufsfeuerwehr in Wien aktiv und seit 2006 ist er Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Schwadorf. Wie haben Sie Ihre Leidenschaft für die Feuerwehr entdeckt? Eigentlich hat das schon in der Kindheit begonnen, dass mich die Faszination Feuerwehr gepackt hat. Und es war eigentlich relativ schnell klar, ich werde Feuerwehrmann vom Beruf. Und ich habe das dann wirklich geschafft, mein Hobby zum Beruf machen. Bin seit knapp 25 Jahren bei der Berufsfeuerwehr und seit über 30 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr. Und ja, Traumberuf erreicht und auch die bei der Freiwilligen Feuerwehr ziemliche Erfüllung gefunden. Ja. Welche Funktionen hatten Sie bisher inne? Also ich habe ganz normal angefangen als kleiner Feuerwehrmann, habe dann meine Ausbildungen gemacht, bin dann Gruppenkommandant hier in Schwadorf geworden und bin dann aufgestiegen zum Zugskommandant, war da schon in der Ausbildung tätig. Und habe dann 2006 die Feuerwehr Schwadorf übernommen als Kommandant und bin seitdem Kommandant in Schwadorf bei der Freiwilligen Feuerwehr. In Wien bei der Berufsfeuerwehr ist es so, dass ich dort Charge bin mittlerweile und führe dort eine Gruppe im Löscheinsatz quasi oder im Einsatz. Bin auch beim Bundeswehrverband tätig, temporär im Sachgebiet 5.1 und bin auch entsendet in eine internationale Arbeitsgruppe vom Internationalen Feuerwehrverband. Ja, und somit ist es eigentlich feuerwehrmäßig nicht langweilig bei mir. In seinen bisherigen 30 Einsatzdienstjahren erlebte der Autor Wolfgang Niederauer eine Vielzahl an Einsätzen, die herausfordernd und belastet waren. In dem Buch Praxis stellt er die über die Jahre erworbenen Erfahrungen mit kurzen, einfachen Texten und vielen Bildern dar. Ja, das Buch ist natürlich ein großer Traum von mir gewesen, weil ich habe schon sehr viel erlebt in meinem Feuerwehrdienst. Und ich habe immer gesagt, es wäre schade, wenn das eigentlich nur, wenn man das nicht verbreitet, unter Anführungszeichen. Und das hat mich dann bewegt, dieses Projekt anzugehen. Und ich glaube, es ist ganz gut gelungen und kommt auch sehr gut an. Arbeitsschritte, Handlungsarten und Denkansätze mit Hauptaugenmerk auf die technische Hilfeleistung bei Pkw-Unfällen werden im Buch einfach nachvollziehbar erklärt. Grundsätzlich ist es so, dass es ein Praxisbuch ist. Das heißt, es werden vorgestellt drinnen Arbeitsweisen, die ich im Laufe meiner Karriere geschätzt habe oder schätzen lernen durfte, wo ich sage, so kann es funktionieren, so funktioniert das, das hat mich überzeugt. Und das wird vorgestellt in Wort und Bild, also sehr viele Bilder drinnen und auch beschrieben, wie die Arbeitsweisen funktionieren, mit Schwerpunkt aber technische Rettung nach Verkehrsunfällen. Also sprich, es beschreibt die Arbeitsweisen beim Befreien einer eingeklemmten Person bei einem Verkehrsunfall zum Beispiel, also einem Pkw. Und wie gesagt, das ist das größte Spektrum in dem Buch drinnen. Für wen ist es gedacht? Ja, grundsätzlich für jedes Feuerwehrmitglied. Also es ist auch für Führungskräfte von der Feuerwehr geeignet. Es ist für den jüngsten Feuerwehrkameraden geeignet. Das ist eigentlich, glaube ich, für jeden was dabei, was er mitnehmen kann aus dem ganzen Buch, sage ich jetzt einmal. Und Zielgruppe ist jedes Feuerwehrmitglied. In Ihrem Buch berichten Sie von mehr als 30 Jahren Berufserfahrung in der Feuerwehr. Was können Sie den Zuseherinnen und Zusehern zu Hause von den Bildschirmen mitgeben? Ja, ich glaube, in jedem Feuerwehrmann steckt was Besonderes drinnen, sage ich jetzt einmal, weil jeder ist bereit, sehr viel zu geben, auf sehr viel zu verzichten, in seiner Freizeit sehr viel Freizeit zu opfern für das Allgemeinwesen. Und bin sehr viel unterwegs in Österreich und auch international, Feuerwehr ist überall gleich. Und ich glaube, wir als Österreicher dürfen stolz sein, so ein Feuerwehrwesen in Österreich zu haben. Man weiß, wenn man 122 den Notruf wählt, es kommt wirklich absehbar Hilfe. Und die, was da kommen, die Burschen und Mädels, was da daherkommen, leisten wirklich alles und geben ihr Bestes, sage ich jetzt mal. Und das ist sicherlich ein Gefühl, wo man sehr, sehr stolz sein kann, aber sich auch sicher fühlen kann bei uns in unserem Land.